37. Folge zu Let's Play Feed the Beast. Wir haben natürlich wieder ein bisschen vorgearbeitet, sodass wir auch ein bisschen schneller was zeigen können. Ich bereite dir gerade noch die Decke vor, beziehungsweise dritte Stockwerk, um dann halt eine Beleuchtung reinzubringen. Aber erstmal Update. Folgendes, wir haben natürlich hier unser Gebäude etwas erweitert. Somit haben wir hier unten jetzt unseren Tankraum vollendet. Die ganzen Leitungen haben wir jetzt erstmal weggemacht. Dann haben wir hier noch ein bisschen die Fläche verschönert. Das hier gehört jetzt nicht mehr, wie man schon hier sieht, nicht mehr zu meinem Chunk-Bereich. Deswegen kann ich hier auch nicht mehr drauf zugreifen. Gut, hier vielleicht doch noch. Können wir ja nicht noch wegnehmen denn. Genau. Und ja, wie gesagt, das hier gehört nicht mehr zu meinem Chunk-Bereich. Deswegen fällt es weg. Und ja, wie gesagt, ab hier kann ich dann einfach nicht mehr weiterarbeiten. Da wird sich dann aber der Raikun drum kümmern, sodass wir dann hier die hässliche Wand weg haben. Hier habe ich alles noch ein bisschen abgeschrägt, sodass es ein bisschen förmlicher aussieht. Gut, wir können natürlich noch ein bisschen kurioser gestalten, aber ich lasse es jetzt erstmal so. Auf jeden Fall können wir damit erstmal leben. So, ja, wie gesagt, hier habe ich jetzt die ersten Stockwerke fertig. Und jetzt mache ich hier noch eine Wand dran, beziehungsweise eine Ecke. Und dann haben wir das hier auch erstmal vollendet. So, erstmal immer schön verbaut, aber wir haben es ja wieder hingekriegt. Ja, wie gesagt, denn vielleicht merken sich hier einige, ich habe einen Rahmen gesetzt, der ein Block dick ist und dann einen Boden gesetzt habt, der drei Block dick ist. Das habe ich deswegen gemacht gehabt, weil ich hier noch eine ganze Menge Kabel verlegen werde, um dann unten im Erdgeschoss und einmal hier oben im ersten Obergeschoss eine Beleuchtung reinbringe. So, ich werde jetzt hier nochmal schnell die Decke beenden. Sodass wir dann halt schnell mal die Seiten hier verlegen können, beziehungsweise hier die Decke vollenden können. So, ja, das ist natürlich ein bisschen Fingerspitzengefühl hier. Ich vermisse total den Filler, würde dann ruckzuck gehen, dann haben wir hier die Wand innerhalb von 2 Minuten fertig. Aber gut, wo sollen wir jetzt denn den Saft herkriegen? Wir haben ja unsere Minecraft-Schulversorgung erstmal noch nicht aufgebaut. Wir haben jetzt erstmal nur ein bisschen das ME-System. Okay, hier das Kabel, das könnten wir dann noch jetzt nach oben verlegen. Oh ja, stimmt, da ist Mayuki, die ist nämlich auch online, aber die scheint gerade AFK zu sein. Weil sie, wie gesagt, mit Raikun gerade schreibt. Und ja, wie gesagt, wir werden jetzt hier erstmal noch ein bisschen was verlegen. So, hier können wir auch noch eins. Obwohl, das werden wir dann auch noch eins nach oben verlegen. So, dass es dann ein bisschen förmlicher aussieht. Gut, dann schnappen wir uns erstmal ein paar Leitungen und verändern hier die ganze Geschichte mal schnell. So, erstmal Kabel. Und die ganzen Marble-Blöcke. Ach nee, die brauchen wir natürlich noch. Also, Marble-Blöcke. Nehmen wir uns natürlich alle, die da sind. So, den Stein können wir wieder wegschmeißen. So, und dann brauchen wir noch Liquidukt, also Liquidukt. So, dann verlegen wir alles nach unten, sodass wir dann ideal drauf zugreifen können. Und dann müssen wir uns halt einen Kopf machen, wie wir denn das MSE-System können wir auch noch verbinden. Hier in der Mitte bleibt natürlich alles frei. Hier wird alles mit Kabeln ausgelegt und hier kommt dann noch unten rechts, unten links halt so ein Fahrstuhl hin, der dann nach oben führt und die ganze Show halt. Und dann werde ich da noch eine Schaltung drin bauen, damit ich den Fahrstuhl halt wie so ein Lifter benutzen kann eigentlich. So dass ich zum Beispiel, wenn ich das erste Stockwerk will oder dann halt ins zweite Stockwerk, dass ich dann da so Platten einschalten. Ich hoffe, kann ich so, also darf ich so. Ansonsten wird es halt genauso eine Show wie bei Raikun, der echt lange damit verbracht hat, seinen Fahrstuhl in Gang zu setzen, beziehungsweise in Gang zu kriegen. Ja, gut, wie ihr sagt, wir vollenden jetzt erstmal hier die Decke und dann schauen wir gleich mal weiter. Ja, ich darf nicht so schnell klicken,
Ansonsten haben wir hier natürlich Baufehler drinne. Und die muss ich dann halt danach wieder ausmerzen. Ja. Funktioniert ja prächtig. So, ja. Dann haben wir das erstmal fertig. Und wir. Da ja, arbeitet wieder jemand mit Flux, also mit den. Towncraft. Ja, war Towncraft. Diese Verzauberungssystem-Dinger da mit Zauberstäben und diesen unzerstörbaren Wänden, die man nur mit einem Zauberstab abbauen kann. Also ihr habt auch wieder diverse Sachen, die ich noch nicht ganz verstehe, weil ich mich noch nicht weiter damit befasst habe. So, ja. Nur noch 2 Strecken, dann haben wir die Sache auch fertig. Und wir werden dann uns einen Kopf machen, wie wir die Lampen craften. Weil so wie ich das mitgekriegt habe, braucht man dafür Nikolit, Glowstone und. Oh nein, wir brauchen Glowstone dafür. Dann muss ich mich erstmal um Glowstone kümmern. Es sei denn, wir haben irgendwo noch was vorrätig. Dann habe ich nichts gesagt. Zur Sicherheit gucken wir mal schnell. Und holen uns, wenn nötig, Glowstone. So, wir geben ein. Glowstone 262, das ist etwas über 3 Stacks. Wenn nicht sogar 4 Stacks. Wir können ja mal kurz kontrollieren. Ja, sind mehr als 4 Stacks. Ja, gut, okay. Gut, so, die Wand haben wir vollendet. Jetzt ist natürlich alles total duster und wir brauchen Licht. Das einzige Licht, was wir jetzt haben, ist hier von unserem ME-System. Was aber im Dunkeln ja nicht mal so übel aussieht, muss ich feststellen. Also, nicht übel. Für dich. Dann sehen wir, aha, alles klar, das ist unser ME-System. Gut. Für unser weißes Bollwerk, wollte ich gerade sagen. Dieses weiße Bauwerk aus Marble Bricks, also Marble Ziegeln, wollen wir natürlich weiße Lampen haben. Also geben wir ein White. Und dann suchen wir uns diese weißen Lampen raus. Das sind. Ne, Stainless Glass wollten wir nicht. Da sind sie. Nee. Ja, wie heißen die Lampen? Inverted White Lamp oder White Lamp? Achso, Inverted White Lamp macht man mit einer Fackel und ansonsten. Alles klar. So, das könnten wir so eigentlich craften. Aber wir sind ja nicht blöde. Als erstes machen wir natürlich hier die Leitung. Nee, Quatsch. Natürlich ist. Hier, das wollten wir als erstes machen. Oh. Keine Sorge, ich hab da einen Plan deswegen, warum ich das jetzt so mache. So, und jetzt. Ja, genau das wollte ich jetzt nicht machen eigentlich. So, Leitungen, die Kabel hier weggenommen. Dann sind sie halt ein Stockwerk weit höher. Und ja, jetzt haben wir da zur Decke mehr Platz. Und jetzt müssen wir hier noch ein bisschen die Kabel, ach die Kabel sag ich schon, die Liquids halt verändern. Sodass sie halt eins nach oben halt zeigen. So. So, jetzt haben wir das auch so verbunden. Jetzt können wir hier noch die Marble Brick hinpacken. Und dann passt es eigentlich wieder. Ja, gut, wie ihr sagt, unsere Energieversorgung steht ja zum Glück schon. Nur halt ohne Energie zu erzeugen. Weil Raikun ist jetzt gerade AFK und da kriegen wir unseren Tank natürlich nicht voll. Wir haben einen Riesentank jetzt dafür. Über 10.000 Buckets passen darin. Also 10 Millionen Millibuckets. Die verbrauchen sich bestimmt nicht so schnell, denn wenn wir erstmal dann unser Vorrat haben. Zur Not werde ich aber trotzdem noch irgendwann mal einen Tank hinzaubern. Gut, okay, die Chunk-Geschichte brauchen wir jetzt erstmal nicht sehen. Ja, wie gesagt, werde ich erstmal werde ich noch einen Nottank bei Zeiten mal bauen, damit ich dann, selbst wenn Raikou nicht online ist und selbst wenn er mal mehrere Zeiten mal nicht online ist, beziehungsweise wenn ich zu einer anderen Zeit online bin als er, dass ich dann mit ihm, dass ich dann nicht mehr so von ihm abhängig bin, wenn er online ist, sondern dass ich dann trotzdem noch einen Vorrat habe und dass dann ich noch länger
halt Strom habe. Obwohl ich eigentlich bedenken muss, so viel Strom verbraucht jetzt meine Anlage nicht. Momentan jetzt nur 32 Units. Jetzt sind es 16 EU pro Tick. So, und den nehmen wir noch schnell ein. Kabel, und zwar hier diese ME-Dinger. Davon nehmen wir uns mal so alles raus. Und jetzt packen wir erstmal die Marble-Geschichte wieder ein. Die Liquids brauchen wir auch erstmal nicht. Dann packt man die Kabel hier raus. Und dann verlegen wir mal die Leitung von hier nach oben nach da hinten durch. Müsste eigentlich passen. So. Ja, Juli, doppelter Anschluss, was soll's. So, und jetzt ziehen wir einfach nur lang. Bis hier hin. Dann ziehen wir die Kurve. Obwohl, nee, wir machen sie noch besser. Wir ziehen die bis nach hinten durch. Weil wir wollen ja dann auch durchs untere Stockwerk vielleicht noch ein Terminal verlegen. Dass wir dann. Ja. Obwohl, jetzt könnte eigentlich auch so funktionieren. Haben wir zwar ein bisschen Verschleiß drin, aber was soll's. Vielleicht kommt ja auch noch irgendeine andere Kabellage hier durch oder so. Kann ja sein. So, dann nehmen wir hier rüber. Ziehen wir hier durch. Jetzt haben wir hier natürlich den Stein im Weg. Jetzt müssen wir hier irgendwie. Ja, gut, das passt doch. So, einmal hier rüber. Okay. Haben wir uns wieder verbaut. Wir lassen es erstmal in der Richtung. Ah, verdammt. Oh, das ist eine Show hier. So oft ist schon verhauen. So, jetzt aber hier weiter. So. Jetzt machen wir einen kleinen Zaubertrick, nämlich den Bogen. Jetzt werden wir hier rüberziehen. Und dann müssten wir eigentlich das Immunsystem verbunden haben. Wir gucken mal schnell. Vielleicht zeigt er uns jetzt die Rezepte an. Also, wir können craften. Alles wunderbar. Ist alles wieder da. Sehr schön. Das gefällt mir. So, die Geschichte hier packen wir wieder weg. Denn brauchen wir eigentlich noch das Rezept. Also eben mal pattern. Na, eben blank pattern haben wir noch, okay. Und dann brauchen wir dich, dich und Glowstone. Glowstone müssen wir uns auch noch mal ein bisschen was überlegen. Und dann sollen wir uns noch mal eine andere Pattern craften. So. Ja, ist noch das andere Rezept hier drin. Obwohl, warte mal, Pattern und Kodan. Können wir eigentlich schon mal mitnehmen. Den bauen wir dann da wieder auf. Stellen wir dann da vor. Und dann ist es gut. So. Ja. Pattern und Kodan steht. Den brauchen wir ja sowieso, Mensch, natürlich. Jetzt können wir ja keine Pattern halt verarbeiten. Beziehungsweise programmieren. So, ja, wie gesagt, jetzt haben wir die Geschichte erstmal. Also schmeißen wir das Rezept auch gleich drin. Wir müssten aber nochmal unser ganzes Demi-System hier vergrößern. Wir werden wahrscheinlich hier diese ganze Fläche, die ganze Fläche hier, nur für dieses eine ME-Block-System da benutzen. Damit wir schön viele Rezepte und so was alles reinpusten können. Dazu brauchen wir natürlich auch einen kleinen Kniff. Wir werden nämlich dann auch noch die Maschinen dafür verbinden. Die Maschinen haben dann erstmal hier Platz. Und ja, die werde ich dann Reihe für Reihe überall alles aufbauen. Hier erstmal Energieversorgung, einen Chunk und ME-System, einen Chunk. Und dann halt die beiden Chunks, die da drüben sind, werde ich dann halt für das ME-Pattern-System verbinden. So, ansonsten, ja, habe ich geplant gehabt, jetzt nur mal so nebenbei. Das obere hier wird dann alles voll mit diesen. Ne? Mit diesem Minecraft-Jewel-System voll geknallt sein. Beziehungsweise
dass ich dann hier alles mit Minecraft-Schulproduktion voll klatsche. Dann wird nämlich dieses Stockwerk auch voll. So, wir wollen craften. White Luma, also Luma. Da ist es. Dann soll er mal gleich mal hier so ein Stack voll machen. Und da haben wir es auch. So, jetzt brauchen wir zwei davon. Das schmeißen wir wieder rein. Obwohl, wir brauchen ein bloß eins. Dann brauchen wir Glas. Davon haben wir nur noch drei Paneele. Also craften wir uns mal schnell Glas. So, zack, 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 zack. Wir brauchen tonnenweise von dem Zeug. Genauso wie wir eigentlich noch, genauso wie wir noch hier Marble brauchen. So, was braucht er jetzt noch? Ein Redstone wollte er noch haben. So, hat er. So, ansonsten. Gut, wir nehmen natürlich die normalen Lampen. Mal sehen, wie die wirken. Dann werden wir uns eins craften. Ansonsten machen wir halt schnell das andere Rezept. So, wir gehen auf Next. Quatsch. Ist natürlich falsch. Wir müssen hier ran. So, und jetzt machen wir hier die Glasscheiben drin. Nehmen hier innen noch weg. Machen wir hier die Luma rein. Und wir encodieren das Ganze. So, oder programmieren, wie es heißt. So, und dann soll er uns mal so ein Luma craften. So eine Lampe. Also, wir geben einen Lamp. Und dann soll er uns davon mal bitte eins craften. So. So, und so sieht es denn aus. Wie ein Block. Jetzt kommt nämlich der schöne Trick. Wir nehmen uns eine Lever. Und dann haben wir hier eine Lampe, die leuchtet. Und die leuchtet sehr wunderschön. Die hat man dann nämlich auch hier sehen gehabt bei dem Shop. Das ist ja voll geklatscht mit diesen Lampen. Also, sieht aus wie eine Mäuse-Disco. Und wir können es natürlich noch anders machen. Wir nehmen jetzt mal Standard Redstone. Und den können wir da zum Beispiel von hier aus zum Leuchten bringen. Können wir an- und ausschalten, wie wir wollen. Ist alles mit drin. Wie normale Lampen, die man so auch aus Standard Minecraft kennt. So. Okay, jetzt habe ich hier meinen Block zu viel mitgenommen. Ihr könnt das natürlich auch, und dafür ist nämlich das Wire-Kabel da. Also wir geben diese Kabel, die Red Alloy Wire, die sind nämlich dafür gut. Und ja, die machen sich dann halt auch nämlich dazu gut, weil die kann man nämlich auch, kann man auch mal kurz demonstrieren. Wir können jetzt zum Beispiel ganz schnell mal, wir packen jetzt mal an dieser Ecke, packen wir den Schalter hin. Und jetzt wollen wir auf die andere Seite das Licht an der Decke anmachen. Also legen wir hier eine Leitung. Jetzt können wir natürlich mehrere Ziele ansteuern, dann können wir die ganze spalten. Und dann machen wir jetzt hier so hoch. Und bis da hinten rum. Dann können wir jetzt hier an der Decke flank legen, also an der Wand und an der Decke. Und dann soll er hier die Lampe anmachen. So, habt ihr gerade gesehen, ja, hat sich gerade verbunden mit der Lampe. Und jetzt, zack, haben wir da die Lampe aktiviert. Wissen ja, wolltet alles im Bild kriegen? Ne, kriegen wir nicht im Bild, aber man sieht doch den Unterschied. Jetzt ist es beispielsweise an, weil die Kabel die leuchten auch. Jetzt sind die Kabel aus und die Lampe ist auch aus. Ja, wie gesagt, das ist der Prinzip von dieser Red Wire Lampe, von dieser Lampe. Und ja, wie gesagt, ist eine schöne Sache, aber wir sollten nicht diese Kabel hier verwenden, weil diese Kabel sollten höchstens nur als dieser Auslöserpunkt verwendet werden. Wenn zum Beispiel wir hier an dieser Stelle, oder wir machen es mal so, wenn wir zum Beispiel an dieser Stelle jetzt schon hier dieses Signal geben, dann kann das immer diesen Block und diesen Block hier zum Leuchten bringen. Weil diese grenzen dann an mit diesem Block und der hier ist ja dann der Hauptkatalysator bzw. der Hauptauslöser und somit können wir dann damit halt das Signal geben. Dann gibt es halt noch andere Kabel und die werden dann wichtiger sein. Da werden wir dann Massenproduktion von machen. Und zwar sind diese Kabel dann dafür da, dass das Signal halt an bestimmten Stellen nicht gegeben wird, wo es auch nicht gebraucht wird. Und somit wird auch die Serverbelastung nicht so
Buch sein. So, ja, gut. Das war's dann auch erstmal von mir. Ich sage mal, lasst euch gut gehen. Bis zur nächsten Folge. Bleibt dabei. Tschüss.